Leute, 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 bevor ich jetzt dieses Video starte, was ein sehr, sehr ernstes Video ist und es braucht sehr, sehr viel Reichweite und es reicht einfach nicht, wenn nur einer darauf aufmerksam macht und ich will diese Person einfach dabei supporten, so viel Reichweite wie möglich damit zu kriegen, denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar geht es hier um Fische reißen an einem Fischwinterlager und das Ganze nimmt einfach kein Ende. Ich bin erst durch Raubfischkontakt, hier dieser nette Herr, hier bin ich erst darauf aufmerksam geworden, denn das Ganze ist in Potsdam, Leute. Das ist wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo andere Spots auf jeden Fall, aber Alte Fahrt in Potsdam ist auf jeden Fall hier der Place to be, in dem es jetzt gleich gehen wird. Raubfischkontakt hat jetzt ein Video dazu gemacht, da werden wir gleich reingehen. Ich habe selbst noch nicht reingeguckt, aber ich weiß ja die Thematik. Und so habt ihr auf jeden Fall sozusagen meine erste Reaction dazu und sowas alles. Aber durch Raubfischkontakt wird das Ganze immer wieder in der Instagram-Story thematisiert. Andere Angler gehen darauf ein, teilen das Ganze, sehen die Problematik und ich glaube auch schon viele Angelverbände etc. wurden darauf aufmerksam gemacht, aber gefühlt tut sich nichts oder es kann sich nichts tun etc. Auch Angelbissen, der Angelpodcast, hat schon einen Bericht darüber gemacht und das ungefähr vor 2 Monaten. Der Bericht heißt Alle Jahre wieder Ärger an der alten Fahrt in Potsdam. Ich verlinke euch das Ganze natürlich unten in der Infobox, den Podcast als auch den Info, also den Instagram von Raubfischkontakt, als auch den YouTube-Kanal, wo wir gleich drauf gehen werden. Ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr Patrick, ich glaube Patrick heißt Raubfischkontakt, wenn ihr Patrick auf jeden Fall ein Abo da lassen würdet auf Instagram, als auch auf YouTube, ein bisschen Liebe da lässt in den Kommentaren und ja, es macht einfach einen sau guten Job, was Angeltechnik angeht, was den Content angeht und was die richtigen Worte im richtigen Moment angeht und da nochmal große Props, aber habe ich dir auch schon gesagt, hey, Hut ab, mach weiter so. Das wird nochmal ganz, ganz groß, wenn du so weitermachst, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr stark. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Und das Video heißt, das schwimmt im Winterlager. 50 plus Barsch muss sterben. Und 9 Minuten 52, wir gehen ins Video rein, Leute. Ich bin sehr gespannt, was wir da für schreckliche Bilder sehen werden. Hey Leute, ich bin hier unten und hier haben wir das Video. Das schwimmt im Winterlager, 50 plus Barsch muss sterben. 9 Minuten 52. Ich mache mich nochmal noch ein bisschen kleiner, denn ich bin hier nicht der Hauptfokus. So, und jetzt gehen wir mal rein und gucken, was wir haben. Bevor das Video losgeht, möchte ich euch bitten, genau zuzuhören, was ich in diesem Video sage. Und am besten das Video auch bis zum Ende zu schauen, denn da geht es um eine Problematik, die mittlerweile ziemlich ernst geworden ist. Da ist was ich mir wünschen würde, ist auch, wenn ihr das Video hier seht, dann geht bitte auch unten auf den Link zum Video, lasst da einen Daumen hoch. Lasst vielleicht das Video einfach nochmal durchlaufen bei ihm. Schreibt einen Kommentar auch bei ihm drunter. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Denn auf so eine wichtige Thematik aufmerksam zu machen, so ein Video braucht Reichweite. Und Patrick allgemein sowieso, habe ich ja gerade schon gesagt, starker Typ. Feier ich. Es ist sehr wichtig, dass ihr nichts falsch versteht. Okay, wir gucken bis zum Ende auf jeden Fall. Monster, 40 plus. Jetzt habe ich einen guten. Oh, hat der mich erschrocken, Alter. Boah, die Situation kennt man so häufig. Man sieht den Fisch, Alter, und dann haut man zu viel an. Ey. Saugeiler Fisch. Heftig. Heavy. Raubfischkontakt. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Raubfischkontakt. Grüß dich. Wir befinden uns gerade, wir heißen meine Freundin und ich, auf dem Weg zu einem Winterlager, was heiß umstritten ist, denn hier werden sehr, sehr viele Fische gerissen und wir wollen heute analysieren, was hier wirklich an Fisch unter Wasser ist, wieso die eben so gerissen werden. Winterlager bedeutet, dass sehr, sehr viele Fische auf einem Ort sind, an einem Spot und ja, Leute teilweise mit Drillingen und Bleien versuchen die Fische. Könnt ihr das sehen? Da. Selbstgemachte Drillinge mit Schwimmkörper, heftige Bleie dran. Oder hier auch mit so einem Doppelhaken rechts bei dem Wurm mit heftigem Alter. Das ist so eklig. In seiner Instagram-Story hat er nochmal ganz viele von diesen Ködern gezeigt, die er rausgesucht hat. Vielleicht kommen die auch in diesem Video zum Vorschein, wir werden sehen. Ne? Aber super eklige Aktion. Ne? Nicht legal zu reißen auf dem Rücken oder am Schwanz oder wo auch immer. Wir haben hier eine extrem dicke Schnur mit einer GoPro, damit die nicht abgeht. Und wir gucken dann unter Wasser, was ja, sich
da befindet. Was wir auch noch machen können, ist eventuell ein, zwei Köder zu retten. Auf jeden Fall die Schnüre aus den Bäumen zu entfernen. Wir sehen uns gleich unter Wasser. Das ist eine richtig gute Idee, mit einer Angelschnur verbinden. Alter. Noch nicht in der heißen Zone, aber wir steuern dahin. Bin mal gespannt. So, Freunde. Köder Nummer 1. Also eigentlich sollte es im größten Teil nur eine Aktion sein, wo ich die Unterwasserkamera aktiviere und gucke, was unter Wasser ist. Aber da hier so viel Schnur ist, kann ich einfach nicht so hier liegen lassen. Habt ihr das unten gesehen? Unten rechts? Ich blende mich nochmal aus. Achtet mal nicht auf die Fischcam. Eigentlich sollte es im größten Teil nur eine Aktion sein, wo ich die Unterwasserkamera aktiviere und gucke, was unter Wasser ist. Aber da hier so. Jetzt achtet mal hier unten. Seht ihr das? Das sind doch die ganzen Angler, oder? Wie beim Heringsfischen. Wie beim Heringsfischen stehen sie da. Crazy. Das sind die doch schon, oder? Krass. So, jetzt könnt ihr gerne wieder auf die Fischcam gucken. So viel Schnur ist, kann ich einfach nicht so hier liegen lassen. Das mache ich auf jeden Fall erstmal ab. Ich habe jetzt extra eine Box hier leer gemacht und mache jetzt das ganze Zeug da rein. Freunde, da kriege ich wieder einen Anfall. Das nennt man die typischen Reißermontagen. Zwei Drillinge. Boah, zieht euch das rein, ey. Super schwere Haken, super schweres Blei, richtig unpassend. Einfach damit man auch das Gewicht immer reißen kann. Und dann so ein ekliger Doppelhaken dran. Ey, so normal wird da nichts drauf beißen. Einfach gar nichts. Krass, ey. Krass. Ein überschweres Blei und ein Mini-Köder. Ja, so reißt man halt schön viele Fische. Ey, das kotzt mich so an, sowas zu sehen. Ich werde da richtig sauer. Kann ich absolut verstehen, ne? Jetzt erster Versuch mit der GoPro. Die packe ich jetzt einmal hier runter. Und wir gucken mal, was hier an Fisch unter uns steht. Let's go. Ihr seht es natürlich vor uns. Ihr seht es genau jetzt. Schöne Barschis, oder? Ey, die Idee mit der GoPro ist saugeil. Mit der Angelschnur vor allen Dingen. Das ist richtig nice, das ist richtig nice, ey. Da fällt mir auch mal so ein Video von Yoshinato ein. War er mit Felix Pineda unterwegs, da hat er, glaube ich, auch irgendwas mit der GoPro unter Wasser gefilmt. Das muss ich auch öfter mal machen, ey. Gute Idee, Patrick, ey. Junge, wie die Fische sich auch einfach denken, I just don't give a fuck, was du da für eine Kamera hast, Alter. Unfassbar viele Barsche. Hier waren aber jetzt noch nicht die Ü40er. Hier waren eher, habt ihr ja gesehen, so bis 30. Wir gehen jetzt mal gleich an den Baum, denn da befürchte ich, da kann ich mir gut vorstellen, dass da die 40er sind, die richtig, richtig dicken. Werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Bin mal gespannt. Unfassbar, hier, guck mal. 30 Gramm Blei mit einem richtig schönen großen Haken. Boah. Und ja, das ist einfach Quatsch. So. Hat nichts mit Angeln zu tun, wirklich gar nichts. So, Freunde, Versuch Nummer 2. Gucken wir mal jetzt wieder, was hier unter Wasser drin ist. Wahrscheinlich wieder, hier vermute ich sogar dickere Barsche, sehr dicke Barsche. Und auch Plötzen. Plötzi. Nur diese Spannung mit dem Sound, Ich bin echt gespannt, was da so ist. Alles für die Wissenschaft, wa Leute? Alles für die Wissenschaft. Schöne Barschis. Rodis. Boah, kennt ihr das? Manchmal will man gar nicht wissen, was unter Wasser abgeht. Stell dir vor, da ist irgendwo euer Köder und einfach keiner eurer auf keinen eurer Köder wird gebissen.
Die Fische sehen den Köder ganz genau und kein Fisch hat Bock. Wenn ihr dann sehen würdet, wie viel Fisch da unten ist, Alter, ihr würdet einfach eure Sachen packen und weggehen, ey. So, jetzt gucken wir mal, was hier ist. Leute, was ich hier gerade sehe, zerreißt mir genauso das Herz. Hier ist ein bestimmt 50er Barsch. Und direkt daneben ist noch einer, aber ein kleinerer, so ein 30er. Ich will das irgendwie rausziehen. Hier kommt der hoch. Ah, ja. Leute, nein. Das ist so ein Monsterbarsch. Das ist so schrecklich, was hier alles ist. 50er Barsch. Circa. Nein. Unfassbar. Der hat einen Drilling im Rücken und die ist abgerissen. So passiert es hier. Aber deswegen machen wir das Video auch gerade. Ja, Leute. Der. Hätte sterben müssen. Wird von Möwen gefressen. Aber gut. Es sind immer noch sehr, sehr viele andere Köder, die ich hier wegmachen muss. Und Blinker haben ja ihre Daseinsberechtigung, aber nicht hier, nicht in dem Gewässer. Und ich habe gerade auch noch einen Fisch, der gelebt hat, freigelassen. Der ist zum Glück super weggeschwommen. Der ist wahrscheinlich erst seit ein paar Sekunden, ein paar Minuten da drin. Genau. Alles klar, Leute. Ich mach weiter. Das sind die Leute, die hier die ganze Zeit Fische reißen. Und da kriege ich so einen Hass. Da kriege ich so einen Hass. Der hat einen Zwilling. Der hat einen Zwilling im Rücken und der ist abgerissen. So. Wenn der Zwilling abreißt, weil die Schnur irgendwie scheiße ist oder was weiß ich, und dann der Fisch sich noch verheddert, Alter, das ist so schade. Das ist so ein schöner Barsch, das hätte echt nicht sein müssen. Und auch der kleinere hier. Guckt mal, Pilke, Leute, Pilker. Wer fischt bitte hier mit Pilkern? Das braucht man gar nicht. Leute, muss das sein? Ich bin echt traurig und überrascht. Unfassbar. Ey, das macht mich tatsächlich sprachlos. Ich bin immer wieder erschrocken. Was für... ich würde so gerne so viele Schimpfwörter sagen, Alter. Das ist unglaublich. Boah, das macht mich fertig. Das ist wirklich kranker Scheiß. Das geht komplett gegen all meine Prinzipien und es kotzt mich immer wieder an, wenn ich sowas sehe. Wenn die da Mann für Mann nebeneinander stehen und die ganze Zeit da durchreißen und niemand was da macht, keine verhärteten Kontrollen, niemand greift durch. Ich weiß ja nicht, ob da niemand was machen kann, ob wenn da die Hände gebunden sind oder so, aber warum macht man da nicht dann Angelverbot oder gibt es da vielleicht ein Angelverbot? Ich kenne die Stelle ja nicht. Alter. Nee, wenn es ein Angelverbot geben würde, das wäre ja nichts, oder? Das könnte ich mir nicht vorstellen. Aber warum macht man dann da kein Angelverbot? Warum erklärt man dann die Sache nicht zur Sperrzone? Das sind so eklige Schattenseiten des Angelns, ey. Ohne Witz, man müsste diesen Leuten tatsächlich jeden einzelnen verschissenen Köder in die Haut rammen, ey. Und schwimmen lassen, ey. Und schwimmen lassen, ey. Ohne Witz. Kotzt mich das an. Wir alleine sind schon von unseren Emotionen geplagt, wenn wir mal einen Fisch haken. Das kann passieren. Aber sind wir immer so, scheiße, ist gehakt, Alter. Fuck, ey. Aber dann sowas mit Absicht durchzuziehen, mit dem Ding dabei, dass man andere Fische verletzen könnte, die dann an ihren Verletzungen sterben, wenn nicht an der Verletzung, dann vielleicht durch die Pilzerkrankung, die sie bekommen, etc. Boah, zum Kotzen, Alter, ey. Und
ihr seht es immer vor mir und auch in Großaufnahme, Leute. Unfassbar, wirklich. Unfassbar. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Baum. Wenn ihr das seht, dann ärgert ihr euch alle. Alter, das ist diese Konstruktion. Zwei Schwimmkörper, Doppeldrilling und was für Haken. Das ist ein Dings für Big Baits. Das ist ein Big Bait-System, oder? Wie heißt das nochmal? Paternoster-Montage. Nee, ist keine Paternoster. Oh, wie heißt, ich hoffe, Patrick sagt's. Das ist unglaublich, oder? Das kann man mir nicht erzählen, Leute. Das sind 40 Gramm Blei. 40? What? Zwei Drillinge. Das ist unfassbar. Also, wie krass kann man jemanden in den Kopf finden? Scheiße. Läuft. Was jetzt hinter uns ist. Unfassbar viele Fische, ne? Das ist ein Winterlager. Daran liegt es. Guckt euch diese schönen Tiger an, Alter. Boah, dieses Video ist so ein Mix der Gefühle, Alter, ne? Man sieht solche schönen Tiere und dann sieht man diese. Diese Arschlochhaftigkeit von Mensch, Alter. Unglaublich, ey. Das war jetzt die nächste Aufnahme. Krass, ne, Leute? Krass, 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 was hier ist. Ich habe mir jetzt gerade eben nochmal ein Video angeguckt. Ey, das sind so fette Barsche, ne? Das ist unglaublich. Und die werden dann hier gerissen. Die wollen sich ausruhen. Die wollen hier gerade laichen. Gummifisch, auf den er auch gebissen hat oder einen Wobbler oder so, dann ist alles gut. Der wollte dann eh nicht leichen. Aber wenn die gerade leichen und du sie rausleichen, ey, was ist das denn bitte für eine blöde Sache? Naja, ja. Was soll ich sagen? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Gehen weiter, gucken, noch bis zum Ende der alten Fahrt. Unfassbar. Boah, Alter. Was ich alles finde. Naja, Leute, eine kleine gute Tat. Ich freue mich, so kann ich schön nach Hause mit einem guten Gewissen schlafen gehen. Ja, Patrick, irgendwo müssen die Armmuskeln ja herkommen, ne? Wenn man nicht mehr regelmäßig zum Sport geht. Geil, Mann, sehr sympathisch. Boah, wie die Fische da in Massen stehen, ne? Es ist einfach sinnlos, Fische zu reißen, wenn sie sich gerade ausruhen. Das war jetzt so die Message des Videos. Ich hoffe, ein paar von euch konnten sich da ein bisschen Gedanken drüber machen und natürlich hoffe ich auch, dass euch das Video gefallen hat. Denn ich möchte nicht 2-3 Stunden umsonst da rumgeguckt haben, die Köder gelöst haben und dann ist bei euch nichts hängen geblieben in der Birne. An die Leute, die das wirklich so dämlich machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habe ich ja jetzt schon gerade eben gesagt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr auch regulär gute Fische fangen könnt, ey. Leute, der Mann kann, was ich sag's euch. Aber ey, es ist nicht nur, was hast du gesagt? Es ist einfach sinnlos, Fische zu reißen, wenn sie sich gerade ausruhen. Es ist einfach immer sinnlos, Fische zu reißen, Leute. Merkt euch das einfach. Einfach, es ist immer sinnlos, Fische zu reißen, ob sie sich ausruhen oder nicht. Wenn du mit der Absicht gehst ans Wasser, um Fische zu reißen, verpiss dich einfach wieder. Ohne Witz. Ich finde, wenn ihr jemanden seht, der Fische reißt, sich nicht an die Gesetze hält etc., ich weiß nicht, wahrscheinlich machen es schon viele so, rufen die Polizei, vielleicht interessiert es die Polizei auch nicht oder sowas alles. Keine Ahnung, ich weiß keine Lösung. Ich bin immer der den gewaltfreien Akt sucht. Ihr wisst schon, Probleme anders zu lösen. Ich würde immer Polizei rufen versuchen. Oder vielleicht den Verband. Oder vielleicht der dafür zuständig ist. Das kann ich euch nicht sagen. Ich wohne da nicht in der Ecke.
Aber das, was ich da sehe, wenn ich das irgendwo bei mir in meinen Gewässern in der Nähe sehen würde, ich würde komplett ausrasten. Und ich werde auch eine Petze, Alter, ohne Witz. Ich werde eine Petze und bin da so einer, klingt immer weird, Tierschützer mit Angelschein, aber irgendwie müssen wir die Fische auch vor solchen Taten schützen, Leute, weil die können sich dagegen nicht wehren. Wisst ihr, was ich meine? Und auf eine gewisse Art und Weise muss man dem Fisch auch mal eine Chance geben. Das ist hart. Patrick, ey, herzlichen Dank für dieses Video, herzlichen Dank für deinen Einsatz. Danke, dass du diese Köder weggeräumt hast. Danke, dass du uns das regelmäßig aufzeigst auf Instagram, jetzt hier auch mit diesem Video. Abo ist raus. Leute, ich möchte, dass ihr bei Patrick alle ein Abo da lasst. Ihr seht das Ganze unten in der Infobox. Zieht euch das Video rein, lasst einen Kommentar bei ihm da. Und macht einen Daumen nach oben bei ihm. Ganz wichtig, verfolgt den Typen. Saugeil. Und jetzt gehe ich einfach weinen. Und bis dahin, Leute, lasst euch gut gehen. Dickes Petri an euch. Das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Euer Icy. Macht's gut. Ciao.